Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit der Folge Drehstromtransformator. Wir schauen uns ein paar Bilder an, um mit dem Drehstromtransformator warm zu werden. Wir lernen den Begriff Schaltgruppen kennen. Wir schauen uns an, wie ein möglicher Sternpunkt vom Transformator verschaltet wird. Dann schauen wir uns, was symmetrische Komponenten beim Transformator als physikalische Eigenschaft haben. Wir lernen dann Ersatzschaltbilder kennen, damit wir auch rechnen können. Schauen uns an, wie sind die Parameter für einen Kurzschluss. Und zum Schluss lernen wir, was Stufung von Transformatoren bedeutet. Hier sehen wir einen Transformator von Hochspannung zu Mittelspannung. Der wird sicherlich mehrere MVA an Leistung haben und findet sich typischerweise in größeren Umspannwerken. Das Schaltsymbol für einen Transformator im Leistungsflussdiagramm haben wir ja schon kennengelernt. Hier wiederhole ich es nochmal. Besteht aus zwei überlappenden Ringen, welche die Wicklung des Transformators symbolisieren. Wenn wir zu niedrigeren Spannungsebenen kommen, dann kommen wir in den Bereich der sogenannten Ortsnetztransformatoren. Das sind Transformatoren, die von der Mittelspannung in die Niederspannung transformieren. Hier sehen wir ein Bild für einen Transformator mit 630 kVA. Das ist so eine typische Leistung für Ortsnetztransformatoren. Manchmal auch nur 400, in manchen Gegenden auch schon 1000 kVA. Und wenn die Transformatoren vielleicht wie hier an einem Mast angebaut sind, dann können es auch weniger sein, dann vielleicht 100 oder 200 kVA. Hier sieht man nochmal eine größere Aufnahme von den Isolatoren. Sie sehen rechts die Anschlüsse für die Mittelspannung und weiter links die Niederspannungsabgänge für die drei Phasen und den Neutralleiter. Die meisten Transformatoren sind zum Kühlen mit Öl gefüllt. Hier sieht man auch mal von oben, wie das dort aussieht. Wir kommen nun zu dem Begriff Schaltgruppe von Drehstromtransformatoren. Wir haben ja bei einem Drehstromtransformator drei verschiedene Phasen. Jede Phase hat zwei Wicklungen und diese Wicklungen können entweder an einen gemeinsamen Sternpunkt angeschlossen werden oder dreiecksförmig verschaltet werden oder aber sogar noch eine sogenannte Z-Verschaltung, was eine Mischung aus beidem ist. Diese Verschaltung wird außen am Trafo mit einem Kennbuchstaben versehen. Und zwar, wenn wir eine dreieckförmige Verschaltung haben, dann bekommt dieser Transformator ein D, ein großes für die Oberspannung, ein kleines für die Unterspannung. Wenn sie sternförmig verschaltet sind, bekommen sie ein Y und bei der zusätzlichen Verschaltung hier ein Z. Und sollte der Sternpunkt extra herausgeführt werden, kommt zusätzlich hinzu noch ein N. Des Weiteren kommt noch eine Zahl zu der Bezeichnung der Schaltgruppe hinzu. Diese Zahl ist eine Zahl zwischen 0 und 11 und gibt an, wie die Phasenverschiebung zwischen Ober- und Unterspannung ist. Da wir nur Vielfache von 30 Grad haben können, haben wir insgesamt 12 verschiedene Möglichkeiten. Und diese 12 Möglichkeiten kann man sich vorstellen, wie an einer Uhr die einzelnen Stunden dargestellt sind. Und so würde dann hier in unserem Beispiel vielleicht eine 4 eine Phasenverschiebung von 4 mal 30 Grad macht 120 Grad zwischen Primär- und Sekundärseite des Transformators bedeuten. Schauen wir uns einmal konkrete Beispiele an. Nehmen wir einmal an, die Oberspannung wäre dreiecksförmig verschaltet. Wir sehen also hier einmal das Symbol, hier noch
mit den Phasenbezeichnungen U, V und W. Wenn wir uns jetzt ein Beispiel anschauen, bei der dann die Unterspannung sternförmig verschaltet ist, wie in diesem Bild, dann kommen wir zu der Bezeichnung dieser sogenannten Schaltgruppe. Groß D für dreiecksförmig auf der Oberspannung, klein Y für die sternförmige Verschaltung auf der Unterspannung. Und wie wir hier sehen, die Anschlüsse sind jetzt hier auf der Wicklungsseite, die nach unten zeigt, herausgeführt. Und das führt dazu, dass wir 150 Grad Phasenverschiebung haben zwischen Ober- und Unterspannung. Und das bezeichnen wir dann wiederum mit der Ziffer 5, ähnlich wie hier oben auf der Uhr bei 5 Uhr. Und wir bekommen dann also die Bezeichnung DY5 für diesen Transformatortyp. Schauen wir uns mal ein anderes Beispiel an. Nehmen wir an, die Unterspannung wäre jetzt auch dreiecksförmig angeschlossen wie hier. Dann würde die Bezeichnung DD0 sein, wenn eben die beiden Wicklungen der jeweiligen Phase genau gleich angeschlossen sind. Wenn wir jetzt bei der sternförmigen Verschaltung noch den Neutralleiter herausführen, wie hier in diesem Bild dargestellt, dann bekommen wir die Bezeichnung DYN5. Und das ist so eine ganz typische Schaltgruppe für Ortsnetztransformatoren, bei der nämlich die Oberspannung, die Mittelspannung, normalerweise dreiecksförmig angeschlossen ist und die Niederspannung mit ausgeführtem Neutralleiter sternförmig. Es gibt noch weitere Verschaltungen, die ich Ihnen hier einmal kurz darstellen möchte, aber auf die möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Dies können Sie vielleicht, wenn Sie einmal das Video stoppen, sich mal genauer anschauen. Wenn wir die Oberspannung ebenfalls sternförmig verschalten, dann gibt es typische Formen, die hier dargestellt sind. Das heißt, die Bezeichnung der Schaltgruppe fängt dann mit einem großen Y an und dann eben, wie gehabt, die Bezeichnung für die Unterspannung und die Phasenverschiebung. Kommen wir nun zu der Sternpunktverschaltung. Wenn der Sternpunkt herausgeführt wird, dann können wir ihn auch nutzen. Dann haben wir die sogenannte niederohmige Sternpunkterdung. Das ist ganz typisch in Niederspannungsnetzen. Hier können wir auch unsymmetrische Lasten problemlos anschließen. Wir können zwei Spannungslevel nutzen, nämlich wir können einmal die Phasenspannung, Niederspannungsnetz typischerweise etwa 230 Volt, oder wir können die verkettete Spannung im Niederspannungsnetz 400 Volt nutzen. Der Nachteil ist, wenn wir nach Erde eine Verbindung haben, einen Erd- oder Kurzschluss, dann fließt ein sehr hoher Strom. Das können wir dann nutzen, um dann eben diesen Fehlerstrom zu detektieren und auch schnell abzuschalten. Wenn wir symmetrische Lasten haben, wovon wir in den höheren Spannungsebenen, beginnen bei Mittelspannung, Hochspannung, Höchstspannung normalerweise ausgehen, dann brauchen wir den Neutralleiter ja auch nicht mehr auszuführen. Deswegen brauchen wir auch den Sternpunkt nicht herausführen und wir sind frei, die Wicklungen entweder tatsächlich Sternpunkt mit internem Sternpunkt zu verschalten oder eben wie häufig geschehen auch dreiecksförmig. In dem Fall würde bei einem Erdschluss theoretisch gar kein Strom fließen. Wir können das Netz weiter betreiben, auch wenn wir eine Phase an Erde angeschlossen haben. Das können Sie sich in dem Video zu Schutzschaltungen noch einmal ausführlicher anschauen. Tatsächlich ist es so, dass dann häufig doch ein gewisser Erdstrom fließt, basierend auf den Kapazitäten der Kabel. Und dann kann man eine Induktivität, die sogenannte Löschspule oder Petersenspule vom Sternpunkt an die Erde schalten. Diese würde dann einen solchen Erdstrom kompensieren können. Die würde den Erdstrom löschen. Darum nennt sich dieses dann also gelöschtes Netz. Auch dieses können Sie in dem entsprechenden Video zu Schutzkomponenten noch einmal ausführlich lernen.
Wenn wir unsymmetrische Verbraucher haben, und dann können wir das ja beschreiben mit den symmetrischen Komponenten. Das entsprechende Video dazu haben Sie ja vielleicht auch schon gesehen, wenn nicht, empfehle ich es Ihnen. Und was jetzt die einzelnen physikalischen Komponenten beim Transformator bedeuten, das ist ganz wesentlich. Das Mietsystem, also das normal drehende System, wird ganz normal übertragen, ebenso das Gegensystem. Wenn wir ein symmetrisches System haben, dann kompensieren sich die Flüsse in den einzelnen Schenkeln. Das heißt, ähnlich wie beim elektrischen Strom haben wir keinen Fluss in einem Rückleiter. Das heißt, wir brauchen auch keinen magnetischen Rückleiter. Das gilt für das Gegensystem genauso. Das Nullsystem hingegen bedeutet ja, dass wir einen gleichgerichteten magnetischen Fluss haben und einen Rückleiter bräuchte. Der ist aber eben normalerweise nicht vorhanden. Deswegen kann der Drehstromtrafo kein Nullsystem übertragen. Wenn wir diese Eigenschaften genau beschreiben wollen, dann müssen wir ein entsprechendes Modell für die gegenseitige Kopplung der Induktivitäten beschreiben. Und sobald unser Trafo mehr als zwei Wicklungen hat, und unser Drehstromtrafo hat ja dreimal zwei Wicklungen, macht sechs Wicklungen, können wir die induktiven Eigenschaften des Transformators mit n Wicklungen eigentlich nur noch präzise mit Hilfe der Induktivitätsmatrix beschreiben. Damit haben wir einen präzisen Zusammenhang zwischen allen Strömen in den Wicklungen und den Spannungen, die an diesen Wicklungen anstehen. Wie man zu dieser Induktivitätsmatrix kommt, können Sie gerne in dem entsprechenden Video zu realen Transformatoren aus meinen Videos Grundlagen der Elektrotechnik nachsehen. Wir können uns das Leben aber einfacher machen, wenn wir davon ausgehen, dass unser Drehstromsystem symmetrisch ist. Und das können wir gegebenenfalls sogar mit symmetrischen Komponenten machen. Und das bedeutet, dass wir dann ein einphasiges Ersatzschaltbild nutzen können. Und einphasige Ersatzschaltbilder für einen Transformator sind im Grunde dieselben wie für einen einphasigen Transformator. Das heißt, wir haben also einen Transformator mit einer bestimmten Kopplung zwischen den beiden Wicklungen, mit einer Spannung U1, einer Spannung U2 und zwei Strömen, die hineinfließen. Das können wir entweder durch die Induktivitätsmatrix, die wir gerade schon kennengelernt haben, beschreiben, wobei wir dann zwischen sämtlichen Induktivitäten auch Koppelfaktoren anstelle von Koppelinduktivitäten angeben können. Das ist beispielsweise die Methode, mit der Spice Transformatoren berechnet. Dort gibt man die entsprechenden Koppelfaktoren an. Oder wir nehmen ein physikalisch begründetes Ersatzschaltbild, bestehend aus Streuinduktivität, Magnetisierungsinduktivität und einem idealen Transformator mit Spannungsübertragungsverhältnis. Auch hier gilt wieder, die Herleitung für dieses Ersatzschaltbild und die weiteren Details finden Sie in der Vorlesung Reale Transformatoren in Grundlagen der Elektrotechnik. Ja, wenn wir die ohmschen Verluste in unserem Transformator mit berücksichtigen, dann haben wir zum einen die Verluste in den Wicklungen auf der Primärseite und auf der Sekundärseite. Und beide errechnen sich letzten Endes aus den Verlusten im Betrieb, also die Nennverluste in den Wicklungen eines Trafos errechnen sich aus dem Nennstrom, die klassische Formel P gleich I Quadrat mal R, hier mit Faktor 3 dabei, weil es sich ja um ein dreiphasiges System handelt und wir hier nur die eine von den drei Phasen uns anschauen.
Oft ist auf dem Typenschild die gesamten Wicklungsverluste P gesamt dargestellt. Dann können wir das auf einen Widerstand beziehen und beziehen diesen Widerstand auf die Primär- oder die Sekundärseite, je nachdem, was für uns besser passt. Des Weiteren treten sogenannte Magnetisierungsverluste oder auch Eisenverluste auf. Die entstehen durch Wirbelströme in den Eisenmagnetkernen. Und diese sind umso größer, je mehr Fluss durch den Kern hindurch geht. Und damit sind sie unmittelbar mit der anliegenden Spannung an der Wicklung verknüpft. Sodass wir also die Magnetisierungsverluste beschreiben durch einen Parallelwiderstand zur Hauptinduktivität. Und wir können sie beschreiben als Spannung zum Quadrat durch den Magnetisierungswiderstand. Wenn wir hier die Nennspannung angeben, dann kürzt sich dann die Wurzel 3 für die Berechnung der Phasenspannung zum Quadrat raus mit dem Faktor 3 für unsere drei Phasen. Oft werden auch alle Verluste, die wir hier angegeben, in einen Topf geworfen, in den sogenannten als äquivalenten Serienwiderstand RS. Und dies beschreibt dann also die Verluste für einen bestimmten Arbeitspunkt. Für andere Arbeitspunkte stimmt das dann nicht mehr so ganz exakt, weil ja die Wicklungsverluste vom Strom abhängig sind und die Magnetisierungsverluste eher von der Spannung. Aber für viele Anwendungen reicht das vollkommen aus. Schauen wir jetzt nun einmal an, was passiert, wenn wir einen Transformator kurz schließen. In diesem Fall schauen wir uns nochmal das einphasige Ersatzschaltbild an, bei dem alle Komponenten auf die Oberspannungsseite bezogen sind. Und dann schließen wir in Gedanken unseren Transformator auf der Unterseite kurz. Das bedeutet, dass wir also unseren idealen Transformator kurz schließen. Das heißt also auch, die Oberspannungsseite ist dann wie ein Kurzschluss. Und wir sehen, die Magnetisierungsinduktivität wird dann auch kurz geschlossen. Und was wir dann messen, ist letzten Endes dann die Streuinduktivität und der Serienwiderstand als zwei Größen. Und die können wir zusammenfassen zur Kurzschlussimpedanz dieses Transformators. Und wie berechnen wir die jetzt aus? Ganz einfach, bei einem Transformator wird häufig eine ganz bestimmte Spannung angegeben, nämlich die sogenannte Kurzschlussspannung. Das ist die Spannung bei Nennstrom und kurz geschlossenem Ausgang. Also stellen Sie sich vor, Sie schließen den Transformator kurz, solange noch keine Spannung angeschlossen ist, und dann drehen Sie auf der Oberseite langsam die Spannung hoch, immer höher, bis Nennstrom fließt. Und die Spannung, die Sie dann eingestellt haben, das ist dann Ihre Kurzschlussspannung. Die wird aber meistens nicht in Volt oder Kilovolt angegeben, sondern sie wird bezogen auf die Nennspannung des Transformators. Je nachdem, ob Ober- oder Unterseite, kommt es auch selber raus. Wir können uns dann die Spannung wählen, die wir möchten. Und dann können wir also dieses Kurzschlussspannungsverhältnis eben aus der Kurzschlussspannung, die wir hier oben schon kennengelernt haben, hier mit unserem Spezialversuch durch die Nennspannung teilen. Und das können wir jetzt auch nochmal INN und UNN zusammenfassen und bekommen dann eine Formel, bei der dann das Kurzschlussspannungsverhältnis von der Nennleistung des Transformators und der Nennspannung abhängt und direkt hier mit der Transformatorimpedanz verknüpft ist. Dieses Kurzschlussspannungsverhältnis ist eine komplexe Größe, denn unsere Transformator-Kurzschlussimpedanz ist ja auch bestehend aus Real- und Imaginärteil. Und wir können dann eben hier den Realteil ausrechnen mit Hilfe des Serienwiderstandes und den Imaginärteil mit dem Blindwiderstand unserer Streuinduktivität. Ja, auf die Weise können wir dann also bei angegebenem Kurzschlussspannungsverhältnis dann RS und XS ausrechnen.
Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Transformatoren haben oft nicht ein festes Übersetzungsverhältnis von Ober- und Unterspannung. Insbesondere in den höheren Spannungsebenen, also von Hochspannung zu Mittelspannung oder höchst zu Hochspannung, ist es so, dass ein Transformator automatisch verschiedene Übersetzungsverhältnisse wählen kann. Das nennt man dann, wir ändern die Stufung des Transformators. In der Niederspannung in Ortsnetzstationen ist das noch nicht so weit verbreitet. Hier würden wir dann von regelbaren Ortsnetztransformatoren sprechen. Wofür das gut ist, möchte ich Ihnen jetzt anhand eines Beispiels zeigen. Insbesondere in der Zukunft, wenn wir mehr Einspeiser in unserem Netz haben, wird das nämlich interessant. Also, stellen wir uns einmal ein Netz vor, wie hier dargestellt, mit einem Transformator mit mehreren Lasten entlang der Leitung. Und wenn wir jetzt hier viele Lasten haben und am Anfang der Leitung vielleicht tatsächlich Nennspannung ist, so nimmt die Spannung sukzessive nach hinten hin immer weiter ab. Und je nachdem, wie wir das Netz ausgelegt haben und vielleicht noch neue Lasten hinzugekommen ist, kann es passieren, dass wir dann plötzlich irgendwann unser Limit von 10% unterschreiten, was nach VDE eben nicht erlaubt ist. Ja, dann müssten wir entweder eine dickere Leitung legen, müssten Lasten verbieten oder aber wir machen folgenden Trick. Wir stellen am Anfang eine höhere Spannung ein, wir stufen den Trafo hoch. Dann können wir auch bis zum Ende noch die Spannung erreichen, die wir brauchen. Ja, und wenn wir keine Last haben, dann haben wir halt ein wenig höhere Spannung, die aber dann immer noch unter den geforderten plus 10% ist, sodass wir dann also unser Netz wunderbar weiterhin betreiben können, ohne dass wir die Spannungsband verletzen. Das wird übrigens auch sehr häufig gemacht. Tatsächlich ist es so, dass bei Ortsnetzstationen die Unterspannung ein wenig hochgestuft ist, so dass man dann also eine weitere Sicherheit hat, dass die Spannung nicht zu niedrig wird. Das hat jahrzehntelang hervorragend funktioniert, aber wenn wir jetzt Einspeiser bekommen in unser System, sprich Solaranlagen, dann kann Folgendes passieren. Ja, mit Einspeisung könnte es passieren, dass wir vielleicht den Fall haben, wo alle in Urlaub gerade sind, alle Solaranlagen auf den Dächern speisen ein, keiner braucht den Strom. Das heißt, die Spannung nimmt sukzessive über dem Abstand der Leitung zu und sehr bald haben wir dann tatsächlich die Spannung zu hoch. Und das ist auch nicht gut, denn dann würden auch Sachen kaputt gehen. Wir könnten natürlich hergehen und die Spannung am Anfang in so einem Fall erniedrigen. Dann hätten wir auch wieder über der gesamten Strecke ein Spannungsband, das innerhalb des erlaubten Limits liegt. Wir können aber jetzt nicht tagtäglich einen Techniker rausschicken, der uns den Trafo umklemmt. Das muss dann schon automatisch funktionieren, zum Beispiel mit einer automatischen Stufung, die also automatisch festlegt, wie das Übersetzungsverhältnis des Trafos ist. Und wenn jetzt starke Leistung zurückgespeist wird, dann kann sie die Spannung senken. Und wenn viel Leistung verbraucht wird, dann entsprechend die Spannung hochstufen. Solche Ortsnetztransformatoren kann man kaufen. Sie sind noch nicht sehr weit verbreitet, aber sie können eben ein Hilfe bieten, um eben bei Spannungsüberhöhungen in Netzen eine Lösung zu finden. Wir sehen hier ein Foto von einer regelbaren Ortsnetzstation. Hier rechts sehen wir Sensorik und Schaltelektronik an den Trafo angeflanscht. Und hier sehen wir nochmal ein Bild von der Niederspannungsseite, wo wir also hier verschiedene Abgänge haben, die eben gemessen werden. Und hier sehen wir die Mittelspannungsseite mit den Schaltern, mit denen man dann den Transformator isolieren kann oder eben auch die Leitungen, die von der Ortsnetzstation
Station abgehen, so wie wir das in unserer Einführungsveranstaltung ja auch schon bei Ortsnetztransformatoren kennengelernt haben. Ja, die Tatsache, dass die Spannung häufig höher gestuft ist bei Ortsnetztransformatoren, das ist einer der Gründe, oder eigentlich, um ehrlich zu sein, der wesentliche Grund, weswegen unsere Stromnetze nicht ohne weiteres in beide Richtungen gleich belastet werden dürfen. Wenn die Spannung am Anfang hochgesetzt ist, dann kann man weniger Leistung vom Niederspannungsnetz ins Mittelspannungsnetz einspeisen, bevor das obere Limit überschritten wird, im Vergleich zu Leistung im Verbrauch. Das heißt also, wir können nicht gleichmäßig dieselbe Leistung von links und rechts durch den Transformator schicken, ohne ein Spannungslimit zu verletzen. Für die Leitung und den Transformator wäre das eigentlich wurscht. Aber aufgrund der Spannungsproblematik sind unsere Netze häufig eben nicht ohne weiteres in beiden Richtungen gleichmäßig belastbar. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.